Marcel geht schon wieder. Oh, schade, schade, schade. Aber ich wünsche dir noch eine wunderschöne gute Nacht und danke fürs Reinschauen. Wann hast du denn Urlaub? Wann hast du den Urlaub? Wenn du hier schon vollmundig mit Urlaub prahlst, musst du auch sagen, wann? So geht das ja nicht. Lustig, der Bot und Marcel haben immer die gleiche Farbe. Ich denke immer, der Marcel hat geschrieben, dabei ist der Bot. Ab Samstag bis Ende kommender Woche. Na, das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Dann halt die Ohren steif, dass du es bis dahin schaffst. Und ja, vielen Dank fürs Reinschauen und eine gute Nacht mit dir. Beim Bären ging es, seitdem ich das Spiel noch. Echt? War das nicht bei den Bären, wo man da raus. Warum kann man die dann auswählen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Weil die haben so unterschiedliche Farben. Bei mir sind die beide grün. Also so dunkelgrün. So ekelgrün, kackgrün. So, aber was ist eigentlich mit unserem Fett? Ich wollte mir eigentlich. Ging das wirklich nicht mit Bären? Das wundert mich aber. Na, egal. Dann habe ich das wohl falsch in Erinnerung. Naja, macht ja nichts. Das macht ja nichts. So, kloppen wir uns mal hier das. Boah, ey, ich brauche eine. Nee, ich wollte schon sagen, eine Stunde dafür. Nee, 15 Minuten, das dauert zu lange. Da ist das Fleisch schon wieder um. Ah, 5 Minuten. So. 5 Minuten. Dieser wohlige Sound. Klingt fast wie so eine fauchende Katze. Ach, schön, wie wir unseren Kühlschrank wieder mit wohlig leckerem Fleisch versorgen. Halt, da liegt ja jetzt noch eins drauf. Oder? Ja, da liegt noch. Wo liegt denn das? Ah, da hinten. Da hinten. Da hinten liegt es. No. Fertig. Ja, damit. Gut, dann gehe ich mir mal noch gerade Feuerholz holen. Obwohl, ist eigentlich egal. Wenn es ausgeht, geht es aus. Das ist auch okay. Macht jetzt auch nicht den Braten fett. Dann muss ich eh wieder neu anmachen. Und dann packe ich mir lieber gerade mal den Wolf ins Inventar. Warum denn nicht? Das geht ja klar. Nein, aber nicht viel. Dünner Wolf. Eindeutig ein dünner Wolf. Halt nicht viel Fleisch. So. Schon wieder dunkel. Okay, das haben wir durch. Dann habe ich wieder ein bisschen Platz im Inventar. Zack, zack, zack. Meist das doch nicht daneben. Gute Fett. So, ich muss mal gerade wirklich mein Inventar entklumpen. Das wird schwer. Ich sag doch, der plant was. Ich sag es euch, der plant eindeutig was. Das ist nicht gut, dass der hier ist. Das ist absolut nicht gut. Das Frau Schafi geht auch offline. Dann eine gute Nacht, Frau Schafi. Ich sag mal, bis gleich. So. Kann ich nicht umsortieren. Na so. Okay, wir haben noch Pillen, wir haben noch eine Kartoffel. Den Wagenheber packe ich mal hier rein. Zwei Hämmer brauche ich nicht unbedingt, ne? Einer reicht. Das Messer lasse ich mal da. Was ich eigentlich noch nie probiert habe. Man kann auch mit dem Messer kämpfen. Ich habe das noch nie probiert. Okay. Wusste ich nicht. Was ist das? Achso, ein Farm. Hier auf dem Gestell ist ja auch noch Fleisch. Okay. Nun, hoppala. So, da liegt ja noch der Bruno. Der bärige Bruno. So, hier einmal noch die Pfötchen auseinanderkloppen. Einmal butchern. Butcher, 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 butcher. Da. Den haben wir. Den anderen komme ich nicht ran, oder? Der liegt jetzt genau in dem. Achso. Ja.
Hier, bitte Bruno. Bruno sag ich schon. Und Leo. Ich und Namen, ne? Wir knuspern uns was aus dem Wolf heraus. Schon wieder Nebel. Oh scheiße, ich habe die Tür hinten, glaube ich, noch offen. Die ist zu? Oh, sind beide zu, okay. Ein Glück. Ein Glück. So, hier kriegen wir ein bisschen mehr raus, wie es aussieht. Stunde 45, da muss der Nebel auch wieder weg sein. Hoffe ich. Ja, wieder weg. Aber es ist ja noch dunkel. Schade. Es ist ja noch dunkel. So, rein damit in den Kühlschrank. Das kann ich jetzt nicht alles aufheben. Die Kartoffel tue ich jetzt auch in meinen Kühlschrank. Die vergammelt eh gleich wieder. Das ist aber auch scheißegal. So, Feed. Ja, nimm mal ein Stück Fleisch. Komm her. Dum, 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 dum. Bitteschön. Hä? So. Ein Wandwolf. Ach, den habe ich ja auch noch. Den habe ich ja auch noch. Hä? Oder habe ich den schon zerhackt? Ah, den habe ich schon zerhackt. Okay. Ich kann es vergessen. Sag mal, Zombies eingreifen mit Messer. Das ist eine gute Idee. Was ist denn der? Piu, piu, piu. Oh, wieder eine Kartoffel. Yay. Was denn? Und der Hund. Ein Stein, oder? Ich hab keine Ahnung. Was bellst du denn schon wieder? Ist doch keiner mehr. Doch, da hinten ist noch einer. Hier sind noch zwei. Lass dir meine Frau in Ruhe. Tschüss. Ich warte mal kurz. Das Problem sollte sich gleich schon alleine gegessen haben. Sag ich doch. Ich sag ja, es hat sich von alleine gegessen. Mist. Survival. Die Dose kann ich da auch mal noch hier reintun. Dann kann ich zumindest das Schwarzpulver aufheben. So, Schrank. Wo steht denn mein Schrank hier? Da kommt das Zeug rein. Salz passt hier ja nicht rein, beziehungsweise gehört hier nicht rein. Ansonsten gehört hier auch nichts von rein, ne? Wenigstens ein Slot mehr. Ein Slot mehr leer. So, ist er immer noch an der Frau am rumpopeln? Echt, guck ihn dir an, ey. Ekelhaften. Lass die in Ruhe. Wieder eine Kartoffel. Ach Mann, wenn man die nur einpflanzen könnte. Das wäre so gut. Ansonsten kannst du mit den scheiß Kartoffeln nichts machen. Kann ich die auf dem Feuer, aufs Grill legen? Oh, das geht. Grillkartoffel. Wusste ich gar nicht. So, mach mal an hier den Kahn. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Schöne Grillkartoffeln. Also Ofenkartoffeln, besser gesagt. Ich habe nur den Stock. Der kann noch da rein. Ach, hier sind doch die Zweige. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Die haben mich versteckt. So, wir haben noch einen Lock. Da rein. So, ich bin gespannt auf die Grillkartoffeln. Hoffentlich funktionieren sie. Well done. Sie sind schon gut durch. Wahrscheinlich sind sie gleich verkokelt. Bei meinem Glück. Was sehen die? Buh, toll. Burnt. Toll. Ist jetzt trotzdem, ist mir egal. Ein bisschen knusprig. Ist jetzt beide. Wie gesagt, ein bisschen knusprig, aber ist okay. Kann man noch essen. Ich hätte doch da eine andere Textur hingemacht für eine gut durchgebratene Kartoffel, oder? Hätte man doch wenigstens.
wenigstens machen können. Na ja, gut. Ich dachte eigentlich auch, die hätte eine andere Textur, aber ich habe das jetzt, ich habe jetzt gerade voll Raft im Kopf gehabt. Wo das ja auf jeden Fall eine andere Textur hat. Oh, das dauert ja noch ewig. Okay, wir resten mal für 10 Minuten. So. Huch. Da ist es fertig. Dann haben wir echt den ganzen Kühlschrank voll. Beziehungsweise wir haben mehrere Kühlschränke voll. Ah, noch 0,4 Kilo. Uff. Hier ist noch eine rohe Kartoffel. Kann ich da auch noch wieder drauf schmeißen. Schnee, 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 Schnee. So, was war das denn? Juhu! Zum Wald gemacht. Okay. Das wird gezischt. Ja gut, eins kann ich noch essen, das andere behalte ich in der Tasche oder wie? Hm. Kann ich rein theoretisch auch zwei Stück essen. Oder? Nee, kann ich nicht. Voll satt. Voll und satt. Kartoffel? Schon wieder verkokelt. Ich habe doch nur schnell was getrunken, nee, gegessen. Wie lange habe ich denn bitte an dem Fleisch gegessen? Mich nicht verstehen, oder? Mann, 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 Mann. Das muss ich nicht verstehen. So, das haben wir. Dann würde ich sagen, wird es Zeit für ein kleines Schläfchen. Wir haben 22 Uhr, da reicht es 9 Stunden. So, es ist wieder Tag. Wir haben noch gute Kartoffel hier im Inventar, die schnurps ich mal eben weg. Ist das Fett komplett durch? Es ist komplett durch, sehr gut. So, dann packe ich das mal hier rein. Habe ich nämlich wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Sortiere hier mal ein bisschen neu. Weil sieht hier aus wie Kraut und Rüben. Das räume ich gleich weg. Fleisch packe ich hier unten in die Ecke. Beziehungsweise Fleisch, dafür habe ich so viele Kühlschränke gebaut. Ja, das sollte ich vielleicht mal hier reinschmeißen. Burn? Ist durchgebrannt. Okay. Naja, egal. Verbranntes Fleisch sieht offensichtlich anders aus. Oh, hallo Tinnitus. Ich habe einen Tinnitus im rechten Ohr. Das ist aber schon nicht schön. Geh weg. Oh, ist wieder weg. Sehr gut. Warum dies? T-Post Scotty weiß wieder nicht, was Phase ist. Muss wieder ein bisschen einsortieren. Hier ist noch ein bisschen Salz. Schießpulver hatten wir nach da hinten gepackt, meine ich, wenn mich nicht alles täuscht. Yep, hatten wir. So, dann kommt das weg. Dann räumen wir noch fix Tree Bark weg. Hier rein. So. Und das Fett müsste ich theoretisch nochmal durchlaufen lassen. Na gut, machen wir das Feuer nochmal an. Super. Hier müsste sich theoretisch wieder die Holzkohle drunter gestapelt haben. Hat sie auch, ne? Oder? Komm nur nicht ran. Ich sehe sie da liegen, aber ich komme nicht ran. Tja. Ich weiß auch nicht, was ich mit so viel Holzkohle soll. Ich meine, kann man Muni draus machen, aber... Ja. Jetzt auch nicht so doll, ne? Wo habe ich denn das Zeug? Offensichtlich nicht hier drin. Na gut, dann packe ich es jetzt mal hier rein. Ach doch, ist noch hier drin. Guck mal, da liegt noch eine Holzkohle drin. Eine ist noch drin. Okay. So, mein Feuer, das kokelt. Ja, ich weiß nicht, wie lange das braucht. Stunde? Hoppla. Wie lange brennt das Feuer noch? 2,5 Stunden. Okay, ich lege mich mal gerade eine Stunde hin. Ich weiß nicht, wie lange das braucht. Dann haben wir es vielleicht sogar schon durch. Gucken.
0,18. Nochmal 10 Minuten. So. 0,09. Okay. Nochmal 10 Minuten. So. 0,01. Okay. In der Zeit gehe ich was essen und was trinken und dann machen wir uns wieder in die Spur. Und wir haben noch ein bisschen was zu bauen. Theoretisch wollte ich eigentlich heute viel mehr bauen. Diese blöden Treppen haben mich mal wieder komplett aufgehalten. Ah. Naja. So, jetzt müsste es aber auch durch sein. Jo. Dann können wir das hier wieder reintun. Kann das nämlich noch durchlaufen. Und dann haben wir bald... Sag mal... Was ist denn das jetzt? Hier waren doch eben schon zwei Kanister drin. Und jetzt sind trotzdem wieder nur zwei drin? Ah, okay. Anzeigebug. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Das war ein Anzeigebug. Jetzt muss ich über... Schweb. Muss ich gerade überlegen, wo war das nochmal drin, das Zeug? Hatte ich das hier reingeschoben? Oh, yes. So, und den Rest von dem Krempel schütte ich wo jetzt hin? Muss ich gerade überlegen, wo kam das nochmal rein? Kann man das hier? Hier geht's rein. Okay, na gut. Dann haben wir das. Ach ja, ich könnte es auch in den Motor reinschütten, aber das bringt nicht sehr viel. Ist voll. Pack ich das mal raus? Huch. Ich kann mir eigentlich auch mal eine neue Hose und, ich weiß gar nicht mehr, was das andere war. Was waren das andere noch? Equipment. Neue Hose und Pulli? Ein Hemd? Equip. Jacke brauche ich, glaube ich, gerade nicht. Handschuhe brauche ich nicht. Warum sind die denn kaputt vor allen Dingen? Ich habe die auch sehr lange getragen, ne? Muss man auch dazu sagen. Equip. Equip. So, mal gucken. Bin ich jetzt wieder full equipped? Ja, nee. Mir fehlt noch ein Pulli. Habe ich überhaupt schon mal einen Pulli gefunden? Hm? Hier gibt es doch gar keine Pullis, oder? Hä? Gibt es doch gar keine Pullis im Spiel. Hab ich schon mal einen Pulli gefunden? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber wenn ich welche hätte, dann hätte ich sie doch definitiv hier in den Schränken drin. Hä? So, was habe ich jetzt noch im Inventar? Die Dinger. Das kommt noch da. Ups. Hier rein. So. Okay. Dann haben wir das. Dann packen wir mal unsere Karre. Und fahren wieder zur Großbaustelle. Wir haben noch ein bisschen was zu bauen da hinten. So noch 1, 2, 3 viele Foundations. So, mal gucken. Ach, guck mal, das geht auch wie das Brezelbacken hier. Kommt man doch perfekt drauf. So, weiter geht es. Ich weiß jetzt nicht, warum ich die jetzt weiter wegpacken konnte. Die anderen bisher konnte ich nicht so weit wegpacken. Seltsam, oder? Oh nee! Schon wieder? Was habe ich denn jetzt für ein Pech? In dem einen Stream, ich erinnere mich noch, ich hatte nicht eine Zombie-Welle. Da habe ich mich schon gewundert, wo bleiben die ganzen Typen immer? Hier heute ist ja wieder mal schlimm.